So, und dann kommen wir last but not least zu Roland Schuster, der aus dem Fachbereich verteilte Systeme das Atoscope vorstellt. Ja, guten Tag. Ja, ich stelle euch das Projekt Atoscope vor. Und zwar wurde das in meinem Projektmodul im Fachbereich verteilte Systeme entwickelt. Und beginne direkt mal mit einer kleinen Inhaltsangabe. Also ich werde euch erstmal sagen, was Atos ist. Atos ist die Plattform, auf der Atoscope aufsetzt. Ja, dann, was ist Atoscope überhaupt? Wo liegt die Motivation dahinter? Welche Technologien wurden eingesetzt und wie funktioniert das Ganze? Da werde ich zwei Aspekte rausgreifen und zum Schluss gibt es dann noch eine Live-Demo. Genau. Also Atos ist eine Echtzeit-Plattform. Sie ist komponentenbasiert und baut eigentlich auf OSGI auf. Sie bietet einem die Möglichkeit, mehrere Anwendungen innerhalb Atos zu starten und natürlich auch zu stoppen. Diese Anwendungen werden mit weichen Echtzeitanforderungen gemessen, also der Verbrauch, der Ressourcenverbrauch wird gemessen. Die Anwendungen können jeweils eine unterschiedliche Priorisierung haben. Und es gibt auch mehrere Modis, in denen die Anwendungen geschaltet werden können. Das macht dann Atos, je nachdem, wie der Ressourcenverbrauch aussieht. Genau. Und jeder Modi ist im Endeffekt hat einen unterschiedlichen Ressourcenverbrauch und auch eine unterschiedliche Qualität, der geliefert wird. Genau. Genau. Atos erfasst diesen Ressourcenverbrauch zur Laufzeit und nutzt dafür das Java Native Interface, um auf die nativen Threads oder Prozesse der CPU zugreifen zu können. Atos ist dynamische Konfigurierung der Anwendung. Also Atos konfiguriert die Anwendung dynamisch in der Hinsicht, dass die bestmögliche Qualität erreicht wird mit einer optimalen Ressourcenauslastung. Genau. Das ist Atoscope. Atoscope ist eine Monitoring-Anwendung, die jetzt auf Atos aufsetzt. Im Endeffekt ist es eine eigene Atos-Anwendung, eine spezielle Atos-Anwendung. Sie visualisiert die Anwendungsparameter, die Atos über die einzelnen Atos-Anwendungen trackt. Genau, und zum einen werden die Daten textuell dargestellt, also der aktuelle Ist-Stand wird textuell dargestellt und grafisch wird dann nochmal das Ganze im Zeitverlauf dargestellt. Sie ist als Webanwendung realisiert und hat lediglich einen Modus, weil Atoscope immer laufen muss, um wirklich diese Anzeige darstellen zu können. Und ist auch in der Regel hoch priorisiert, also wird bevorzugt von Atos gehandhabt. Genau, und dient auch als Schnittstelle für die Priorisierung und fürs Starten und Stoppen der Anwendung. Hier sehen wir im Endeffekt, wie Atos aufgebaut ist. Wir haben eine Realtime-JVM, auf der OSGI läuft. In der dann in OSGI ist dann das Atos-Framework, das läuft. Und auf Atos laufen dann diese einzelnen Anwendungen. Atoscope ist eine spezielle Anwendung, die dann über das Netzwerk mit dem Browser kommuniziert. Die Motivation, ja. Also so sah die Visualisierung der Atos-Parameter bislang aus. Es ist recht einfach zu erkennen, dass es recht unübersichtlich und man erkennt halt einfach nicht auf Anhieb, was genau passiert.
Arthroscope ist im Endeffekt etwas Visuelles. Also wir haben jetzt hier die einzelnen Anwendungen, die dargestellt werden. In einem Chart wird der Zeitverlauf dargestellt und so weiter. Genau. Arthroscope ist sowohl auf dem normalen Desktop-PC lauffähig, aber auch in einem Tablet oder in einem Smartphone. Jetzt kommen wir zu den Technologien, die eingesetzt wurden. Da gibt es eine ganze Reihe. Und hier zuerst mal serverseitig haben wir die Jamaica VM als Realtime JVM, Concierge als OSGI-Implementierung. Wir nutzen Jetty als Webserver, um den Datenaustausch zu gewährleisten. Apache Velocity ist eine Template Engine, mit der ich, sage ich mal, die Daten in meine HTML-Seite einpflegen kann, ohne größere Mühe. Und Google JSON wird verwendet, um Java-Objekte in eine JSON-Struktur zu bringen für die Kommunikation, dann, also für den Transfer der Daten. Genau, auf der Client-Seite sieht es dann so aus, dass wir HTML5, CSS3 und JavaScript verwenden als Webtechnologien. Ich nutze jQuery als JavaScript-Library, um einfach den Document-Object-Model-Baum zu traversieren und Änderungen machen zu können. Ich verwende jGestures als jQuery-Multitouch-Plugin, um auch Eingaben über Smartphone oder Tablet abgreifen zu können. Genau, und Ajax verwende ich zur Kommunikation. Da wird das XML-HTTP-Request-Longpolling verwendet. Wie das funktioniert, zeige ich gleich. Genau, und dargestellt werden die Daten über das Google Chart Toolkit. Das liefert mir dann direkt die Visualisierung. Genau, hier ist einmal die Funktionsweise, wie funktioniert das Sammeln der Daten und das Versenden der Daten. Ich habe im Endeffekt so ein Double Buffering System. Ich habe zwei Puffer, in den einen schreibe ich, in den anderen lese ich. Dann funktioniert das Ganze so, dass die Athos Measurement Komponente die einzelnen Athos Apps überwacht. Und zwar in diesem Fall jetzt mit einer Update-Frequenz von 10 Millisekunden. Das Athos Scope geht über einen Service, was in diesem Fall der Athos App Service ist, und holt sich die Daten in derselben Frequenz. Genau. So, dann habe ich den einen Sender-Thread, der mir einfach sagt, wann jetzt Daten verschickt werden sollen. Der läuft dann in einer etwas niedrigeren Frequenz, um einfach die Datenauslastung über das Netzwerk halt nicht so zu strapazieren. In diesem Fall dargestellt jetzt mit einer Sekunde. Genau. Dann kommen wir zu dem Longpolling. Also wir haben jetzt hier im Endeffekt die Zeitleiste und die kleine Serverseite. Das Ganze funktioniert im Endeffekt so, dass der Client einen Request an den Server schickt. Dieser Request wird auf dem Server so lange offen gehalten, bis irgendein Event eintritt. In meinem Fall jetzt der Sender-Thread triggert jetzt, ja, jetzt möchte ich Daten übermitteln. Und ja, erst dann wird dann quasi die Response zurückgeliefert an den Client. Genau, und das läuft dann im Endeffekt in der Frequenz von, in Demo werde ich zeigen, da haben wir eine Viertelsekunde an Frequenz. Genau, kommen wir schon zur Live-Demo.
Okay. Soweit, so gut. Also wir sehen jetzt hier in dem großen Kästchen den Ressourcenverbrauch der gesamten Plattform. Also im Endeffekt wird dargestellt, welche Anwendung wann wie viel Ressourcen verbraucht. Wenn wir jetzt runtergehen, haben wir dann die einzelnen Anwendungen. Hier links jetzt Artoscope. Im Endeffekt auch die Priorisierung sehen, die eingestellt ist, die man auch verändern kann. Ja, genau. Und dann haben wir jetzt noch drei andere Anwendungen. Das sind periodische Anwendungen, die mit einer Frequenz von 3 Sekunden immer wieder einen Burst erzeugen. Und zum Schluss ist noch eine Anwendung, die aperiodisch ist, also die einfach irgendwann irgendwie Ressourcen verbraucht. Genau, wir können auch den Modus der einzelnen Anwendungen sehen. Also hier zum Beispiel Modus 1 ist die Aperiodic App. Bisschen klein alles, oder besser gesagt groß in diesem Fall. Genau, und dann sehen wir auch, dass die anderen drei periodischen Anwendungen, aktuell ist eine im Modus 3, jetzt wieder im Modus 5. Und ja. Müsste mal was passieren. Und zwar warte ich darauf, dass mal eine Anwendung in einen niedrigeren Modus geht, um dann einfach mal die Priorität dieser Anwendung zu erhöhen, damit Artus das dann auch priorisiert betrachtet und dann auch den Modus wieder anhebt. Aber irgendwie wollen sie alle in dem höchsten Modus bleiben? Was ich noch sagen kann in der Zwischenzeit, wir haben hier eine Ansicht der einzelnen Anwendungen und können dann diese Anwendungen auch starten und stoppen. Im Grunde wird da ein OSGI-Bundle gestoppt oder gestartet. Okay, die Zeit ist auch schon rum. Ja. Ist jetzt ein bisschen schade, dass ich die Priorisierung nicht, dass ich das nicht mehr zeigen kann, wie das funktioniert. Ja. Also wen es interessiert, der kann sich auch gerne auf sein Smartphone oder Tablet einfach auf dieser URL einloggen. Und einfach mal gucken, was, ob das auch auf dem Smartphone dann funktioniert. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gibt es noch Fragen? Ja, gibt es noch Fragen oder sind jetzt irgendwie alle platt, wenn ich so rumgucke? Da ist eine. Nicht für was? Warum ich mich dafür entschieden habe? Ja, also die Frage ist, warum ich mich für Long Polling entschieden habe, nicht für ein anderes Verfahren. Im Grunde geht es mir halt darum, dass der Server von sich aus einen Request an den Client schicken kann und das kann er halt über einen normalen Request nicht. Deswegen wird dann auch dieses Long Polling verwendet, um den Request so lange offen zu halten, bis dann wirklich ein Event auf dem Server generiert wird und das mir dann sagt, jetzt update mal den Client. Okay. Hat es die Frage beantwortet? Es gibt noch Alternativen, ja. Gut,
im Endeffekt erschien mir halt Long Polling einfach als effizienteste Alternative in der Hinsicht. Okay, noch weitere Fragen? Ist anscheinend nicht der Fall. Dann darf ich nochmal dem Roland Schuster danken für die Vorstellung und allen fürs Anwesendsein.